Moini Halunken, mein Name ist Entenburg und heute präsentiere ich euch World of Warcraft Classic. Dabei werde ich einen etwas anderen Ansatz verfolgen als in meinen üblichen Spiel X in 10 Minuten Videos. Das liegt zum einen daran, dass die allermeisten wohl wissen dürften, welche Klassen und Rassen in WoW zur Verfügung stehen oder wie die Spielwelt so gestaltet ist. Dass die Völker der Goblins, Werwölfe oder Tentakelzentauren hier nicht spielbar sind, setze ich mal als bekannt voraus. Zum anderen drängen sich für dieses Video aber auch schlicht ganz spezifische Aspekte auf, wie beispielsweise strukturelle Unterschiede im Game Design zwischen den Versionen oder, so banal das klingen mag, die Reise namens WoW Classic und die damit verbundenen Erfahrungen. Wir beginnen das Ganze mal chronologisch und starten mit dem Release von Classic in der Nacht auf den 27. August. Nach langen Wartezeiten für all diejenigen, die sich nicht pfiffigerweise schon mittags in die Lobby schmuggeln, öffnen die Server ihre Pforten und werden nun ein wenig überrannt. Das Bild, das sich meinem Orkschurken im Folgenden bietet, wird von Scharen rumlungernder Grünhäute dominiert, die einen Leichenteppich aus Skorpionen und Wildschweinen hinterlassen. Um den Boss-Skorpion Sarkov herum bildet sich eine Traube geiernder Spieler, als wäre da ein Verkehrsunfall geschehen, und in der nördlichen Höhle formieren grobschlächtige Orks und Trolle brav eine Warteschlange, um an die begehrte Quest-Axt zu gelangen. Das Resultat dieser Situation liegt auf der Hand, alles dauert ewig und eigentlich kann niemand so richtig vernünftig zocken. Trotzdem gehört genau dieser Launchtag zu den schönsten Erinnerungen, die ich in einem MMO bisher erleben durfte. Denn was hier in absurd anmutenden Bildern zum Ausdruck kommt, ist nichts anderes als beeindruckende Wertschätzung und natürlich auch einfach nur immenser Hype. Zwei Phänomene, die dem Genre extrem gut tun und die in dieser Intensität über Jahre gefehlt haben. Was aber ist nun, abseits der Nostalgie, auf die ich später noch zu sprechen komme, der Grund für die Liebe vieler Spieler zu Classic? Fangen wir, um das zu veranschaulichen, mal mit einem Vergleich der Charaktererstellung in Retail, also der aktuellen Erweiterung Battle for Azeroth, und in Classic an. In Retail lande ich mit meinem frisch erstellten Helden in der Spielwelt und rüste diesen umgehend mit Erbstücken aus, die ich nach und nach in all den Jahren zusammengekauft habe. Jene statten mich nicht nur mit sehr hohen Werten aus, vor allem gewähren sie auch insgesamt 45% mehr Erfahrung, vom allerersten Level an. Ebenfalls von Beginn an steht mir ein Mount in Gestalt des Feuerstuhls mit Chauffeur zur Verfügung. Zwar ist Reiten eigentlich erst ab Level 20 möglich, in Classic übrigens ab 40, aber zum Glück gibt's den zylindertragenden, motorradfahrenden Ork, der mich in seinem Beifahrersitz kutschiert und den ich wiederum steuere, sodass ich technisch gesehen gar nicht selber fahre. Smart gelöst. Ich nehme nun die ersten Quests an, die mir bequem auf der Karte angezeigt werden und auch sonst einige Annehmlichkeiten bereithalten. Die zu erschlagenen Eber rennen nämlich nicht bloß wild durch die Prärie, sondern sind praktisch auf einen Haufen zusammengepfercht und auch die Kaktusäpfel weisen mich dezent glühend auf ihre Existenz hin. Zwar muss sicherlich zugute gehalten werden, dass die meisten Retail-Spieler diese Quest schon mit 15 verschiedenen Charakteren gespielt haben und daher mitunter dankbar sind für die Vereinfachung, mit Abenteuer, Entdeckung und Herausforderung hat das Ganze aber natürlich nicht mehr viel zu tun. Schauen wir uns die Nummer nun auf der Classic-Seite an. Auch hier erstelle ich meinen Ork und nehme die ersten Quests an. Statt der XP-Boost-Items und Chauffeurdienstleistungen habe ich hier allerdings nur das zur Hilfe, was ich am Leib und in den Taschen trage. Also eher so die Habschaften eines Unterschichten-Orks. Auch die Quests werden mir, sofern ich keine Add-ons installiert habe, nirgends angezeigt. Stattdessen bin ich aufgefordert, die Questtexte zu lesen, so richtig mit Buchstaben und Sinn zusammenhängen. Die Mühe lohnt sich allerdings, denn die Belohnungen stellen in der Regel eine essentielle Verbesserung meiner Ausrüstung dar und entscheiden im Zweifel über Leben und Tod. Dasselbe gilt für die Random Drops wie diesen sehr leichten Kettengürtel, der für mich gerade vor allem ein sehr geiler Kettengürtel ist, denn wer weiß, wie lange es dauert, bis ich was Besseres krieg. Das ganze Phänomen habe ich mal die Hochwertigkeit des Semi-Alltäglichen getauft, gemeint ist damit einfach nur, dass ich nicht in einer Tour mit lila Items zugeschissen werde und somit selbst kleinere Rüstungsfortschritte oder gefundene Taschen ein echter Grund zur Freude sind. Spätestens auf Level 5 wartet dann auch die erste größere Herausforderung, denn in Senjin erhalte ich jene Quests, die mich zu den Echo-Inseln schicken. Wenn ein gutgläubig naiver Spieler an der Stelle nun denkt, er könne da auf dem Level mal eben hinschwimmen und solo die Quests erledigen, wird er recht unsanfte Erfahrungen mit den dort ansässigen Trollen machen und vermutlich seinen ersten Tod verzeichnen dürfen. Das bringt mich allerdings in schöner Überleitung zum nächsten relevanten Punkt dieses Videos, der sozialen Komponente. Hat besagter Spieler nämlich eine Gruppe weiterer Haudegen an seiner Seite, ist die Quest durchaus auch auf Level 5 schon machbar. Classic WoW forciert durch eine Reihe von Maßnahmen seine Spieler immer und immer wieder dazu, sich mit anderen zusammenzuschließen, zu kommunizieren und zu interagieren. Das Resultat dieses Umstandes ist dann, dass ich mich auch später noch an konkrete Namen erinnere und Spieler wiedererkenne, weil ich sie mit bestimmten gemeinsam absolvierten Missionen assoziiere. Ein Gefühl, das mir persönlich lange gefehlt hat.
Auch der Bezug zur Spielwelt ist ein gänzlich anderer als in Retail. Durch das Wegfallen des Fliegens, spätes Reiten und mitunter unnötig lange Wege entwickle ich eine wesentlich intensivere Bindung zu den Orten, als wenn ich mit einem Eisdrachen in 200 Metern Höhe über eine nur grob erkennbare Landschaft düse. Eine schöne Anekdote in diesem Zusammenhang ist meine Entdeckung eines etwas versteckteren Weges zwischen Sonnenfels und dem verbrannten Tal. Zu letzterem musste ich gefühlt alle 10 Minuten reisen, weil ich da permanent draufgegangen bin. Besagten Weg konnte ich von da an aber easy als Abkürzung nehmen, anstatt jedes Mal ellenlang außen rum zu laufen. Ich frohlockte. Es muss allerdings, damit kein falscher Eindruck entsteht, an dieser Stelle festgehalten werden, dass nicht alles in Classic WoW brillant und meisterhaft ist, nur weil hier alte MMO-Tugenden zurückkehren. Immer wieder muss ich mich durch Missionen quälen, die schlichtweg mies designt sind. Diese lassen mich unsinnige Wege zurücklegen, beinhalten hanebüchene Dropchancen oder sind für mein Level überhaupt nicht passend. Selbst wenn man mit grundlegenden Designentscheidungen unzufrieden ist, muss man einräumen, dass Blizzard spürbar eine ganze Menge in all den Jahren dazugelernt hat. Diese Erkenntnis drängt sich beim Spielen von Classic trotz aller positiver Effekte doch immer mal wieder auf. Ein ganz entscheidender Grund dafür, warum ich persönlich Classic sehr genieße, ist der deutlich größere Rollenspielfokus. Während im Laufe der Erweiterungen die spezifischen Klassenidentitäten sukzessive abgenommen haben und überspitzt formuliert in BFA jede Klasse von allem ein bisschen was drauf hat, ist Classic hier ein Freund klarer Definitionen. Jede Klasse hat Rollen, die sie gut beherrscht, aber vor allem auch andere, in denen sie eine völlige Nulpe ist. Nicht jede Ausrichtung kann alles und die Entscheidung, was man spielt, ist entsprechend folgenschwer und will gut überlegt sein. Dafür fühle ich mich aber auch als Magier oder Krieger wirklich besonders und eben wie ein waschechter Magier oder Krieger. Unterstützt wird das Ganze durch die jeweiligen Klassenquests, die schon von Beginn an zu absolvieren sind und als Belohnungen klassenspezifische Features vermitteln. Im Falle meiner Schurken sind das unter anderem Taschendiebstahl, Schlösserknacken oder Giftgebrauch. Das kann dann tatsächlich auch nur der Schurke und davon profitiert die Klassenidentifikation ungemein. Auch andere Rollenspielelemente, wie die Tatsache, dass ich neue Skills manuell beim Lehrer lernen muss und nicht einfach in meine Schnellleiste reingeploppt bekomme, sorgen dafür, dass die Bindung zur Welt und zu meinem Charakter die Bezeichnung Rollenspiel verdient. Mein Skill mit Dolchen muss ich im Kampf erstmal hochleveln, Jäger brauchen zum Schießen tatsächlich Pfeile und einen Köcher und auch die Feuerstelle zum Kochen erfordert bestimmte Ressourcen und spawnt nicht einfach magisch aus dem Nichts. Ein weiterer fundamentaler Unterschied zwischen Retail und Classic ist das Kampfsystem. Während im modernen Ableger das klassische Tap-Target verhältnismäßig schnell und fähigkeitenlastig ausfällt, besticht das Combat des Urgesteins durch ein wesentlich langsameres Tempo und gerade als Nahkämpfer viele Auto-Attacks. Spielmechanisch ist das ganz klar erstmal weniger anspruchsvoll, wird allerdings ein Stück weit durch eine größere Relevanz von Items und Handwerksprodukten kompensiert. Als Open-World-PvP-Fan ist es beispielsweise überaus ratsam, den Beruf Ingenieurskunst zu erlernen, um all die im Kampf nützlichen Gadgets wie Goblin-Raketenstiefel oder Stun-Granaten zur Verfügung zu haben. Des Weiteren basiert das Kampfsystem in Classic viel eher auf einem Würfelprinzip. Wenn ich den Wurf gegen den Gegner verliere, bekomme ich niederschmetternde Begriffe wie Verfehlen, Parieren oder Ausweichen um die Ohren gepfeffert und fuchtel effektlos mit meinen Zahnstochern durch die Luft. Vielleicht ist auch das ein Grund dafür, warum sich hartnäckig der Mythos hält, World of Warcraft Classic sei ein schweres Spiel. Tatsächlich ist der Weg zum Level Cap erfreulich anspruchsvoll und fühlt sich nicht an, als sei man ein heißes Messer, das durch ein Stück Butter gleitet, wie das in Retail WoW der Fall ist. Trotzdem ist der Content mit ein bisschen Vorbereitung hier und da durchaus zu bewältigen und wahrlich kein Hexenwerk. Es dürfte daher keine allzu steile Theorie sein, dass Features wie Mythic Plus und Arena Matches auf höchster Wertung in der modernen Version da die deutlich größere Herausforderung darstellen und bedeutend mehr Skill erfordern. Was aber ohnehin vermutlich mit dieser Behauptung gemeint ist, ist, dass sich Classic WoW endlich mal wieder so anfühlt, als sei die gesamte Reise eine relevante Herausforderung und ein Abenteuer. Abschließend ist mir wichtig klarzustellen, dass es kein besseres oder schlechteres WoW gibt. Classic und Retail transportieren offensichtlich zwei unterschiedliche Spielphilosophien und sprechen damit nun mal verschiedene Spielertypen an. Wer nicht ständig auf Gruppen angewiesen sein will, die Komfortfunktionen genießt und das dynamischere Kampfsystem schätzt, wird in BFA weiterhin gut aufgehoben sein. Auch ist mitnichten wieder 2005, wie einige Vertreter der klassischen Presse geschrieben haben. World of Warcraft Classic ist weder ein neues Spiel noch eines, das die Zeit zurückdreht. Ich habe mich als Spieler in den Jahren dazwischen verändert und viele andere Games gespielt, die nun unweigerlich Einfluss auf meine Wahrnehmung von Classic haben. Trotzdem kann ich sagen, ich schätze es sehr, weil es ein Spiel für all jene ist, für die MMO bedeutet, regelmäßig sozial zu interagieren und für die RPG heißt, tatsächlich ein Rollenspiel in einer immersiven Welt zu erleben.
Wenn ihr übrigens Lust habt mitzuzocken, fügt mich gern bei Battle.net hinzu oder kommt auf meinen Discord, Links zu beidem in der Beschreibung. Ich gründe nämlich gerade eine Gilde auf dem Server Lucifron Hordenseite. Unter allen neuen Gildenmitgliedern verlose ich zudem die Möglichkeit, mir ein paar Flitzdisteln mitzubringen. Die Gewinnchance beträgt 100%.